Willkommen zurück zu meinem bereits 86. Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir aufgehört, nachdem wir zu einem Krieg eingeladen worden sind, und zwar auf beide Seiten, sowohl auf die Seite Walloniens, unserem getreuen. Wir sind hier in Belgien, unserem getreuen, lieben Wallonien, das wir von Belgien freigeschaufelt haben im Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig hat uns aber auch Belgien gebeten, dass wir mitmachen im Krieg. Wenn wir auf der wallonischen Seite mitmachen, würden wir einen Krieg gegen Großbritannien führen und Belgien. Umgekehrt hätten wir eigentlich keinen wirklichen Krieg. Also wenn wir auf Belgien Seite einsteigen, müssten wir nicht wirklich was machen. Ich bin zwar grundsätzlich dafür, dass wir nicht allzu viele Kriege führen, aber andererseits, das ist eine Möglichkeit, die wir uns eigentlich nicht entgehen lassen sollten. Abgesehen davon, es wird wahrscheinlich der letzte Krieg sein, den ich in diesem Spiel habe. Mit etwas Glück kann ich auch Helgoland freieisen von Briten. Und vielleicht auch noch die eine oder andere Kolonie. Schauen wir mal. Helgoland müsste eigentlich durch einen Kriegsgrund, den ich so oder so gegen die Briten habe, begehen. Ich habe bereits, also ich habe das letzte Mal aufgehört und dann habe ich aber wirklich aufgehört. Das heißt, ich habe 2 Tage nicht gespielt. Seitdem, bevor ich aber aufgehört habe, habe ich noch Frankreich und Skandinavien um Durchmarscherlaubnis gebeten. Und beide waren freundlicherweise so nett und haben mich durchgelassen. Jetzt werden wir mal sehen. Okay. Ich bin auch drauf gekommen, dass wir ein Problem mit unserer Regierungspartei haben. Leider sind die Sozialdemokraten an der Macht, die pazifistisch veranlagt sind. Das macht unsere Truppen schwächer. Kann man jetzt nicht wirklich was dagegen tun. Und zwar deswegen kann ich nichts dagegen tun, weil ich sie erst im September wieder wechseln kann, die Regierungspartei. Na, schauen wir mal. Okay, wir nehmen also das Angebot von Wallonien an. Ja, diese drei anderen Typen, gegen die ich da Krieg führe, da hinten, da hat mich Japan in den Krieg hineingezogen. Wir hoffen einfach, dass Japan diesen Krieg auch ohne uns gewinnen kann. Ich nehme mal an, dass sie das schaffen ohne mich, oder? Bis jetzt machen sie noch nicht allzu viel Anstalten, diesen Krieg in irgendeiner Weise was zu machen. Ich habe da irgendwo Truppen in der Nähe. Ja. Machen die irgendwas oder lassen die alles ihre Verbündeten machen? Verstehe ich nicht. Na, da haben sie ein paar Schippernackeln. Ein bisschen mehrere. Mal schauen. Puh, viele, viele britische Truppen. Sehe ich hier. Wow, die sehe ich nicht gern. Na gut. Schauen wir mal. Vielleicht können wir den Krieg relativ schnell einfach so beenden, indem wir Belgien niederschlagen. Wir sollten eigentlich Anführer im Krieg sein, oder? Ja. Na gut. Dann, ich habe meine Truppen bereits in Bewegung gesetzt. Habe ich das? Nein. Wieso ist der nicht in Bewegung? Ja, von da hinten. Sehr gut. Als erstes wollen wir mal schauen, dass wir da diese belgischen Truppen auseinandernehmen. Die erste Armee wird sich da auch rüber bewegen vielleicht. Und daher. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir unsere Truppen mal vor Ort haben. Mein Schiff habe ich auf jeden Fall auch schon mal rausbewegt.
Ah, schon, Großbritannien hat die Truppen mobilisiert. Freiburg-Karlsruhe. Okay. Sollten wir etwas näher rangehen? Das ist vielleicht gar keine schlechte Sache. Naja, ich hoffe einfach, dass weitergeschickt haben wir hier. Schauen wir mal. 1950. 1300. Puh. Ich will mit denen eigentlich nicht Krieg führen. Nicht wirklich so. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ah, wir könnten uns mal anschauen, wie viele Schiffe die überhaupt haben. Schiffe, die sind sicherlich vor. Oh, wir haben mehr Schiffe als Großbritannien. Schau an. War halt teilweise an Positionen, wo sie nicht unbedingt sinnvoll sind. Da haben wir zum Beispiel noch Schippernakeln. Okay, das ist gut. Unsere Armee wird stärker. Das ist gut, das ist gut. Normalerweise sollte unsere Armee stärker sein als die von den Briten, aber wer weiß. Man kann ja nie wissen, was die so alles machen. Vor allem, die sind wahrscheinlich in irgendeiner Weise. Ha, sehr gut. Da sind wir schon mit unseren Truppen angekommen. Accra, schau an. Gehen wir mal zur Kapküste. Als erstes. Da haben wir keine Truppen stehen. Das ist gut. Was sieht aus? Das ist okay. Wir beschützen diese Schippernakel. Wir machen das so. So. Gut. Okay, da sind noch ein paar Truppen rein von ihm. Ich hoffe doch, dass das wurscht ist. Ha, die haben nicht einmal Verteidigung gegen unseren Gasangriff. Sehr gut. Sehr gut. Der bleibt einmal dort stehen. Er geht einmal daher. Kapküste, gut. Und dann der bleibt einmal da stehen.
Kopf nach Antwerpen. Die Schlacht von Malta gewonnen. Sehr gut. Das heißt, wir belagern dort jetzt einmal. Tunis. Und Charleroi haben wir auch gewonnen. Jetzt mal da zurück. Jetzt da mal weiter. Okay, den Krieg führen wir mal. So, Vereinigungskrieg. Vereinigungskrieg. Das hätten wir gern. Schaut gut aus. Wenn wir so weitermachen, glaube ich, sollte das funktionieren. Der Krieg könnte kürzer dauern, als ich dachte, wenn wir die Kämpfe so schnell gewinnen. Wäre schön, wenn wir irgendwie das die Helgoland auch besetzen könnten. Okay. Na, ist gleich da hier. Kapküste ist gleich besetzt. Schauen wir mal. Ja, gut. Eigentlich haben wir ganz Belgien jetzt besetzt, oder? Ja. Okay. Belgien ist einmal wieder mal belagert von uns. Kapküste haben wir auch. Gut, Brücke hätten wir. Mal. Oh, da haben wir eine Seeschlacht. Aber wir schauen so aus, als würden sie gewinnen, die Seeschlacht. Was haben wir für Schiffe? Normalerweise sollten wir so eine Seeschlacht gegen Großbritannien nicht gewinnen können. Egal wie gut wir ausgerüstet sind. Wir haben viel weniger Schippernakeln als der. Schauen wir mal, ob Großbritannien das vielleicht gleich annimmt. Ah, okay.
So, dieses Schippernackel. Jetzt einmal darauf. Das ist vielleicht ein bisschen eine gewagte Sache. Aber diese Schiffe hier werden einfach mitfahren. Und wir hoffen dann einfach, dass wir Helgoland einnehmen können. So, Gent ist erobert. So, und wenn wir Helgoland haben, könnten wir dann vielleicht versuchen, sogar die Insel zu erobern. Da haben wir zwei Schippernackeln, was soll's. Höchster gewonnen. General Dunkel. Nehmen wir den. Gut, wie schaut's aus? Großbritannien, wie wär's mit einem Frieden? Aber zumindest Belgien hätten wir schon mal hinüber. Stellt sich natürlich die Frage, sollen wir von Belgien auch was verlangen? Und denen gibt es natürlich nichts gratis. Geht nicht ganz so, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Hm? Meine Lieben. Ja. Ah, die sind auch antimilitärisch, das ist gut. Schaut es bei denen an? Achso, die haben die Faschisten in der Macht, na gut. Aber andererseits, die haben kein Militär mehr, also so gesehen ist uns das wurscht. Ah, die haben uns schon eines von meinen Schiffen zerstört, von zwei von unseren Schiffen zerstört. Das gefällt mir gar nicht. Und noch eins. Eigentlich wäre mir noch ganz recht diese Kolonie hier. Was bietet er denn an? Aber ja, was soll's. Das ist zu mühsam. Ohne, dass wir irgendwas gewinnen würden. Das ist absolut sinnentleert, sich da zu kämpfen drum. Gut, das war ein sehr kurzer Krieg. Ein ausgesprochen kurzer Krieg, was ich okay finde. Wo ist das? Nach Venedig. Yay, Helgoland ist österreichisch. Wow, die haben da ganz schön viel Fabriken. Bist du wahnsinnig? Das hätte ich aber nicht gedacht. Und dann noch so eine Elektroteilefabrik. Passt da noch ganz gut dazu. Zu den Autos und zu dem Ding. Ein Glas haben wir da auch schon. Ist ja cool.
Das ist schlecht. Wie viele Leute wohnen auf Helgoland, dass da so viele Leute arbeiten? 100.000 Marks lang. Mal schauen. Aber so wenig. Und von diesen 100.000 sind 45% in der Fabrik. Und 50% so. Geistliche haben die halt keine. Ja, das sieht man auch an der Dings. Das sieht man dann auch bei der. Und es sind praktisch nur Briten und Iren. Ist das lustig? Schauen wir mal, ob die österreichisch werden. So, warte mal, okay. Der geht nicht weiter, weil er. So. Wir sollten da unsere Truppen bewegen. Truppen, bewegt euch zurück. Du gehst einfach mal nach Mailand. Du gehst nach Triest. Die Riesenarmee in Triest. Die 7. Armee geht, sagen wir mal, nach Luzern. Die 1. Armee geht natürlich nach Wien. Dann geht daher nach Karlsbad. Dann geht nach Salzburg. Einer geht nach Po. Dritte Armee geht nach Prag. So, welche Armeen gehen noch nicht? Nochmal 71.000 Mann. Wo sind die gestanden? Die gehen nach Venedig. Wurscht, ob die dort waren oder nicht. Passt. Alle sind auf dem Weg nach Hause wieder. Schaut gut aus. War nicht allzu schwer. Ihr fahrt zurück nach Tuchel. Jetzt ein paar Schippernackeln zerstört. Jetzt machen wir gleich wieder ein paar Bohnen. Und zwar Tuchel, Stettin und sagen wir in Venedig. Fahren die alle dahin. Fahrt da mal daher. Schlechte Idee. Warte mal, dieses. Halt wieder etwas senken. Sagen wir mal auf 60% für die Schippernakeln. Und 50% für die Armee. Außerdem werden wir die Ausgaben, also die Steuern wieder senken. 27.
So, und dann schauen wir uns mal den Krieg an. Wie schaut das da aus? Was ist mit Japan? Kommen die irgendwann mal mit Schiffen rüber oder haben die gesagt, na, passt schon. Brauchen wir uns nicht kümmern. Österreich kümmert sich schon drum oder wie? Ich kümmere mich nicht drum. Ich mache nur mit. Und heimst ein paar Prestigepunkte ein, wenn du gewonnen hast. Siegburg. Okay. Ach nee. Könnten wir bitte jetzt einfach durchgehen? Könntet ihr mir sagen, warum ihr... Dann gehen wir nach links. Ich weiß nicht genau, wo du hin wolltest. Sehr gut. Ist okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Auch okay. Auch okay. Und auch okay. Passt. Wo ist Luango? Da passt auch. So, achso, du wolltest wahrscheinlich nach Karlsbad. Gut, so, jetzt müssen wir noch ganz kurz. Und in Wien. So, alle unsere Truppen sind wieder daheim. Passt. Und wir haben nicht einmal die. Wir haben nicht mal irgendwie. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ist egal. Wir sind bei 10%, wie kann das sein? Ah, Afghanistan hat etwas erobert, was wichtig ist, und die haben zwar was von Afghanistan erobert, das ist uns aber vollkommen wurscht, weil, ja, Gut, dann werden wir gleich mal die Beziehungen verbessern zu ihnen wieder. Ebenfalls die Beziehungen hier verbessern. Ah, Niederlande. Ah, Bayern. Okay. Jetzt sind wir da überall durch, nur noch Handel fehlt uns. Da haben wir immerhin noch ein paar Prestigepunkte. Handel ist echt unwichtig für so große Nationen wie Österreich. Das ist irritierend. Gut. Was wollte ich jetzt schon noch? Genau, Bayern. Bayern, 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 Bayern. So.
So, wir hoffen einfach, dass Deutschland nie wieder in die Top 8 kommt bis zum Ende des Spiels. Das sind nur noch etwa 8 Jahre. Ah, und ich glaube, diesen Krieg, den haben wir echt schnell hinter uns gebracht. Der war sehr erfolgreich und sehr schön. Ich will fast sagen, wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Ich hätte außerdem nicht gedacht, dass der Krieg gegen Großbritannien kürzer dauert als der Krieg gegen Punjab. Na gut. Auf jeden Fall wünsche ich eine schöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.